Moin, es ist der 8.7. und heute übernachten wir in der flächenmäßig größten Gemeinde des Kantons Luzern in Flüli. Kaum angekommen, die Tür aufgemacht, hüpfte ein junger Lappi zu uns ins Auto. Kurz darauf kam das Frauchen von ihm und sammelte ihn wieder ein und hat sich tausendmal bei uns entschuldigt. Wir fanden es einfach nur toll. Gleich nebenan gibt es auch einen tollen Spielplatz. Der ist nicht nur was für kleine Kinder. Genauer genommen ist es ein Wasserspielplatz und tagsüber ist er doch sehr stark frequentiert von kleineren Kindern, als ich es bin. Das Wasser hierfür stammt vermutlich aus der Waldemme. Wir befinden uns jetzt schon im Schatten von dem Berg hinter uns. Der Berg vor uns sorgt dafür, dass die Sonne erst morgens um 8.30 Uhr dort herüberkommt und die Solarzelle von Camper Arno arbeiten kann. Zu Hause tut sie schon 2 Stunden früher. Dafür, dass man schon abends früh in den Schatten kommt und morgens erst spät in die Sonne, hat es den Nebeneffekt, dass es in der Nacht angenehme 16 Grad waren. Ich sag dann erstmal gute Nacht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht, denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an, denn wir sind frei und können alles sein. Guten Morgen, wir sind bereits auf dem Weg zum Stellplatz Hasle-Entlebuch, wo wir die nächste Nacht verbringen wollen. Ja, und da sind wir angekommen und der Platz ist noch ziemlich neu. Es gibt hier keinen Bezahlautomaten, also man hat nicht die Möglichkeit mit Bargeld zu bezahlen, sondern hier funktioniert alles online und per Kreditkarte oder Bezahl-App. Bei dem Online-Formular muss man eine Menge Angaben machen und mit der Verknüpfung der Bezahl-App und bis man dann eine Mail bekommen hat mit dem Zahlencode zum Öffnen der Schranke, haben wir doch tatsächlich 15 Minuten gebraucht, bis sich bei uns die Schranke öffnete. Wir waren uns jetzt nicht sicher, ob wir besonders langsam waren, aber bei den nachfolgenden Campern hatten wir 20 Minuten 4 Sekunden und 24 Minuten 15 Sekunden gestoppt. Mit den 25 Franken pro Nacht, man darf maximal 7 Nächte bleiben, hat man sich dann auch das Recht erkauft, die Fähr- und Entsorgungsstation zu nutzen. Entsorgen war zum Beginn des Wochenendes kein Thema, aber wir hatten Bedarf bei Frischwasser. Die Frischwassersäule ist ein bisschen widersprüchlich. Hier steht drauf, einmal drücken 10 Liter, zweimal drücken 50 Liter. Wenn man aber zweimal drückt, dann ist einmal Trinkwasser Start und einmal Trinkwasser Stopp. Und wenn man einmal drückt, kommen tatsächlich 40 Liter. Da ist ja manchmal doch ratsam, sich die Bedienungsanleitung nicht durchzulesen und einfach intuitiv zu handeln. Man kann auch nur zum Fähr- und Entsorgen auf diesem Platz fahren und dann kostet es irgendwas um die 5 Franken. In dem Holzverschlag gab es dann tatsächlich noch einen Automaten, wo man sogar mit Bargeld dann, also mit Münzen, sich dann kühle Getränke, selbstgemachten Käse oder Schokoriegel oder Kaugummis holen konnte. Ute hatte sich dann noch Käse geholt aus dem Automaten, sagte aber, der Automat verlangt auch ein bisschen Konzentration und Zeit. Trotz Toilettencontainer sind hier Fahrzeuge ohne eigene Toilette nicht erlaubt. Die Sanitäreinrichtung hier vor Ort ist ein Container mit 2 Urinalen, einem Männerklo, einem Frauenklo. Wobei ich schon ein bisschen, grenzwertig finde mit einem Urinal so frei, wenn hier also eine fremde Frau reinkommt. Mir wäre es unangenehm, wenn ich da gerade stehen würde. Es gibt dann noch 2 Duschen. Hier ist dann auch die nächste Frage. Kann man hier als Mann dann her und sich rasieren, wenn hier drin eine fremde Frau duscht? Ich weiß es nicht. Ich würde mich in beiden Situationen als Duschender und als Waschbeckennutzer, wenn ein anderes Geschlecht mit drin ist, unwohl fühlen. Ich konnte mir das Ganze so nicht vorstellen, habe mir das Ganze noch ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt, da ist eine Tür, die man sogar abschließen kann, die den Waschbereich vom Toilettenbereich trennt. Die stand vorher sperrangelweit auf und wenn diese Tür dann auch zu war, hat man dann auch gesehen, dass da noch ein kleines Waschbecken ist. Nach Benutzung der Toilette kann man dieses dann benutzen.
Bleibt also nur noch das, ich nenne es mal, Urinal-Handicap. Der Stellplatz ist für 16 Fahrzeuge gedacht, in ruhiger Lage. Man kann gut von hier aus zum Wandern losgehen. Der Untergrund ist relativ grober Schotter, hat den Vorteil, kein Schmutz, den man mit reinträgt. Wenn es regnet, läuft das Wasser auch ganz gut ab. Der Nachteil ist, für die Hunde ist es recht unbequem, wenn man nicht noch eine Decke dazu legt. Campingverhalten ist hier erlaubt, aber ich stelle mir vor, dass so mancher Tisch oder Stuhl doch ein bisschen wackelig auf dem Untergrund steht. Kann man vom Stellplatz aus denn auch schön lossandern? Ja, das kann man, selbst in Sandalen, weil man eine entzündete Achillessehne hat und einen großen entzündeten Zeh. Ich weiß, Socken und Sandalen ist eigentlich ein No-Go, aber ich wollte keinen Staub im entzündeten Zeh haben. Wir gingen auf den Wanderweg Erlebnis Energie Entlebuch und der hieß Kanalweg. Und genauso hieß auch der Geocache. Irgendwie waren unsere Erwartungen bei dem Namen nicht so dolle, aber das ist dann auch gut, so wurden sie doch deutlich übertroffen. Erst ging es an diesem Schöpfweg vorbei, da wird das Wasser von dem Bach da unter in ein Rohrsystem eingeleitet, das zur nahen Fischzucht führt und dort für frisches Wasser sorgt. Ein paar hundert Meter später fanden wir dieses kleine, ich nenne es mal, Modell vom Schöpfwerk, das fand Samson super faszinierend. Ja, und hier sind wir dann schließlich am Kanal, wegen diesem, ich nenne es mal, Wassertunnel, hatte ich dann Samson auch erstmal alleine gelassen, denn ich habe eins geahnt, er will da unbedingt rein und die Strömung war doch recht stark, wie man hier sehr gut sieht. Zügig vorwärts kommen und nicht nur auf der Stelle strampeln, sieht ein bisschen anders aus. Fitnessprogramm hier, ne? Er erinnert mich so ein bisschen an die Szene vom Rhein, wo ein Schwan war, der auch nicht so richtig von der Stelle kam. Ey Junge, du musst ganz schön kämpfen gegen die Strömung, wa? Ja. Aber wieder zurück zu Samson im Kanal. Ja, schaffst du es alleine oder soll ich dir helfen? Ich helfe dir, warte. Das war erfrischend, hä? Uta und Jack müssen uns das natürlich nachmachen, allerdings ohne Leine. Ich stand zwar schon 50 Meter vor dem Schlund parat, um zu helfen, aber die beiden haben es alleine hinbekommen. Bei mir hieß es dann zumindest Socken und Sandalen aus und die Füße reinhalten, ganz habe ich mich nicht reingetraut, denn ich war mir nicht ganz sicher, ob Uta mich wieder rausziehen könnte. Samson sucht hier bereits wieder einen neuen Zugang zum Wasser, aber er erinnerte sich noch sehr gut, dass er nicht ganz alleine wieder rauskommt, aber er sollte noch Möglichkeit bekommen, sich woanders das Fell nass zu machen. Hier kann man schon erahnen, links ist der Kanal und rechts ist die Entle. Hier nochmal wesentlich deutlicher, links Kanal, rechts Entle. Und so sieht die Entle aus. Den Multicache fanden wir schließlich auch und so ging es dann weiter. Da wir den Cache hatten, hätten wir jetzt auch genauso gut wieder an dem Kanalweg zurückgehen können. Wir entschieden uns jedoch nach einem Blick auf die Karte und GPS, wir gehen mal ein bisschen bergauf. Der Weg zur Burgkapelle war kurz und knackig, also es waren vielleicht 200 Höhenmeter, aber wir nutzten dann die kleine Kapelle mit ihrer einladenden Bank davor für eine kleine Pause. Ja, und so sah dann die Streckenführung unserer Wanderung, sorry, des Spaziergangs, denn es waren so ungefähr 5 Kilometer aus. Wieder zurück bei Camper Arno. Uta bewundert unsere Nachbarn. Ja, du. Nicht beißen, ne? Nicht beißen, nicht beißen. Jack tat's dann Uta bei geöffneter Schiebetür gleich. Eins seiner großen Hobbys. Gucken. Ich sag dann mal gute Nacht und guten Morgen. Es ist der 10.7. und wir hatten eine wirklich ruhige Nacht hier auf dem Platz. Bevor wir jetzt rund 12 Kilometer zum nächsten Wanderparkplatz fahren, wird erstmal entsorgt. Und hier sind wir auch schon unterwegs, diesmal nicht mehr an der Entle, sondern am Emmenuferweg.
Hier mussten wir nicht wirklich lang, aber wir waren neugierig, wie es denn hier bei der wasserführenden Bahnunterführung auf der anderen Seite aussieht. Waldweg. Nö, Waldweg wollten wir nicht. Wir wollten an die Emme und die Jungs auch gerne in die Emme. Also umdrehen. Wollen wir da zurück? So fanden wir schließlich einen schönen Weg an und in die Emme. Aber Vorsicht, die nassen Felsen können ganz schön glitschig sein. Ich erkunde die Gegend mal mit einem Kameraschwenk. Pat und Patachon, ich meine natürlich Samson und Jack, erkundeten die Gegend auch mit einem Schwenk, und zwar zu Fuß. Zu diesem Zeitpunkt sieht es mit Samson hier bei dem Baumstamm noch recht easy aus. Später, beim Abzug von hier, ist der Felsen ein wenig nass geworden, und das zeigt wieder, wie rutschig das Ganze dann ist. Auch für Hundepfoten. Bademeister Jack traut dem Gewässer hier nicht so ganz und macht sich ein wenig Sorgen um Samson. Also muss er es erstmal selber ausprobieren, um es anschließend für alle freizugeben. Ja, dieses Becken ist sicher. Hier gab es sogar ein, zwei Gletschertöpfe aus der letzten Eiszeit. Hier sind wir im Begriff weiterzugehen. Uta und Jack sind schon weg und Samson zögert es so lange wie möglich erstmal wieder hinaus. Jetzt beeilt er sich, um Uta und Jack einzuholen, und dabei rutscht der Aqua planmäßig aus. Habt ihr es klatschen hören? Das muss ganz schön wehgetan haben in dem Moment. Der alte Hund ist noch ganz schön beweglich und läuft anschließend weiter, als sei nichts passiert. Auch in den folgenden Tagen hat man kein Hinken oder irgendwie Schmerzgestöhne oder Druckempfindlichkeit bei ihm feststellen können. Hotel. Ich war ja nun ausreichend vorgewarnt. Uta war ausgerutscht, Samson war ausgerutscht, ja selbst Jack, aber da hatte ich es nicht auf der Kamera festhalten können. Zack, ich hab's dann doch noch, ohne auszurutschen oder hinzufallen, geschafft. Als wir wieder auf dem Weg waren zu Camper Arno, war die Polizei gerade da und hatte doch das ein oder andere Knöllchen verteilt. Es gab ein Schild am Eingang dieser Straße, wo drauf stand, dass man die Zufahrtsstraße komplett frei halten soll. Und alle Fahrzeuge, die wenigstens ein Rad auf dem Asphalt hatten, bekamen ein Ticket. Wir hatten zwar keinen Reifen auf dem Asphalt, waren aber trotzdem neugierig, weil wir hatten so ein bisschen den Zugang zu einem Wanderweg zugeparkt. Unsere Windschutzscheibe und Scheibenwischer sind frei. Wir haben kein Knöllchen. Im Gegensatz zu gestern war unsere heutige ca. 8 Kilometer lange Tour ein reines einmal hin und wieder zurück.
Ja, es war recht warm heute und wieder zu Hause angekommen waren die Eidechsen zwar an der Wand, aber im Schattenbereich. Und auch Camper Arno hatten wir wieder sonnenfest verriegelt. Ich sag danke fürs Gucken und bis zum nächsten Video. Tschüss!